Willkommen hier wieder zurück zu Disney Dreamlight Valley. So, Richtung des Vertrauens. Und wir müssen jetzt hier irgendwo angeln. Wahrscheinlich dann hier, würde ich sagen. Denn es regnet, wie ihr sehen könnt. Und das ist wichtig, um den Glitzerhering zu fangen. Und ja, ich habe extra... Schön, dass ihr da beide gemeinsam an einer Stelle lauft. Und ich habe extra darauf geachtet, dass es Tag ist, dass wir endlich mal Mickey die Spielzeugeisenbahn holen können. Fand ich wichtig. Es ist ein regnerischer Tag, würde ich sagen, oder? Den Glitzerhering in der Lichtung. Die Frage ist nur... Wo fange ich ihn? Vielleicht wird er auch besonders angezeigt. Thunfisch. Hm. Thunfisch. Ja, das ist ein Weihnachts-Event-Ding. Aber gut, holen wir den auch. Ein festlicher Tintenfisch. Ah ja, ein Tintenfisch, der eine Mütze auf dem Kopf hat. Ist klar. Kennt man ja. Angelt man so immer im Meer. Und wieso folgt mir die ganze Zeit Mutter Gotel? Und wieso angel ich den Fisch nicht? Ich muss einfach Vertrauen haben. Noch ein Thunfisch. Das ist blau. Vielleicht ist es ja blau, was ich angeln muss. Einfach nur ein Tintenfisch, okay. Neues Herstellungsrezept. Seetang. Ich darf jetzt Seetang herstellen? Ernsthaft? Komm, und den letzten. Da kriegt man nichts. Das ist ja Betrug. Ja, jetzt mal im Ernst. Was habe ich denn jetzt falsch? Fang an einem regnerischen Tag den Glitzerhering in der Lichtung. Es hat aufgehört zu regnen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Es war doch regnerisch. Und ich hatte kein Glück. Gibt es noch eine andere Lichtung? Bin ich irgendwie bescheuert? Lichtung des Vertrauens? Schlender Strand? Tapferkeit? Eisige Höhe? Wiese? Sonne? Vergessenes Land? Nö.
Moment. Moment. Nein, Mickey ist wach. Ich wollte gerade sagen. Wieso ist es dunkel? Es ist Nachmittag. Betrug. Aber gut, alles in Ordnung. Hier ist irgendwo eine Eisenbahn. Da. Mehr ist hier jetzt nicht, ne? Gut. Wo ist denn Molly jetzt hin? Hä? Und jetzt ist es Tag. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Nein, es kommt noch viel besser. Oh, ist das schön. Hartholz. Zehn Hartholz kaufen und... Komm schon! Alles klar! Schön, das haben wir alles eingesammelt. Da bin ich schon mal begeistert. Das heißt, haben wir auch wieder was geschafft. Wally! Hier sind alle Dinge für den Tausch. Lass uns zu Ariel gehen. Ja, wo ist denn Ariel? Jetzt ist er da unten und schwimmt da unten rum. Halt, das nehmen wir mit. Man weiß ja nie, wofür man das braucht. So. Und wie viel wollen wir wetten, wenn ich gleich da bin? Ist Ariel weg? Zeig doch. Wo ist sie hin? Ich glaube, geskriptet auf die andere Seite extra geschoben. Schön, dass ich sie hier was tauschen. Oh, Wally! Das ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich danke dir so sehr. Was kann ich dir dafür geben? Oh, ich weiß. Schau dir das an. Es ist ein menschliches Spielzeug, das aus Porzellan ist. Sie werfen es hin und her. Und wer es zuerst fallen lässt und kaputt macht, hat verloren. Naja. Und hier. Das nennt man einen Hut. Die Menschen setzen ihn sich auf den Kopf. Ja, und du kannst ihn auch tragen. Es wird dir sehr gut stehen. Und das möchte ich sehen, dass Wally sich den auf den Hut, also auf den Kopf setzt. Und dies ist ein Musikinstrument. Die Nadeln machen so eine wirklich schöne Musik. Was? Oh. Ja. Ich freue mich, dass dich wieder mit Ariel, dass du wieder mit Ariel Dinge tauschen kannst. Yay, vollständig. So, gucken wir mal. Aufgaben. Prinz Eric und verborgene Anforderungen. Ja, Prinz Eric, dafür muss ich mit Ariel erstmal auf eine spezielle Stufe kommen. Das heißt Mini- oder Meeresfrüchtesalat. Den Meeresfrüchtesalat, den habe ich noch nicht hinbekommen. So, also erstmal jetzt Holz sammeln wieder, dass ich diese blöde Turmuhr basteln kann. Ah, Mann.
Ah, da ist Elsa, die mir eh schon auf die Nerven geht. Mit ihrer blöden Aufgabe. So. Nee, du bist kein Hartholz. Egal, ich sammle es trotzdem ein. Schafft der Platz. Ich finde es schade, dass ich keine Axt habe. Also eine Axt in Form von Axt. Also jetzt hier nicht so eine Spitzhacke. Gut, ist ja auch eine Spitzhacke, ne? Aber so eine Axt, so von wegen. Hey, ich kann den Baum fällen und bekomme ein Hartholz. Wie viel Holz habe ich denn? 13. Ich glaube, 7 Stück könnte ich noch gebrauchen. Ich bin mir jetzt nicht aber zu 100% sicher. Ich weiß, dass ich das irgendwann mal wieder brauchen werde. Sammle ich die mal ein. So. Das hier ist zwar Weichholz, aber egal. Ja. Hartholz. Nee, Zitronen jetzt erstmal noch nicht. Ich brauche alles, was hart ist. Das war Weichholz. Es sieht aus wie Weichholz, könnte aber wahrscheinlich auch Hartholz sein. Vielleicht habe ich mich da auch einfach nur getäuscht. Das hier sieht eher aus wie Weichholz. So, habe ich jetzt hier irgendetwas an Holz übersehen? Dann gucken wir einfach mal, ob das da jetzt gereicht hat oder nicht. Wo singt hier wer? Achso, Maui, okay. So, das. Das. Das hier ist alles kein Hartholz, brauche ich nicht gucken. Aber das kann ich einsammeln. Und das Geschenkpapier. Weil ich noch nicht weiß, wofür ich das brauche, aber. Also gut, ich weiß, ich kann damit Sachen herstellen, aber so questtechnisch. Wir hätten halt schon so ein paar Quests einbauen können, so. Weihnachtsspezielle Quests, finde ich. Das sind halt nur meine 10 Cent, die ich dazu beitrage. Ernsthaft, Seetang aus Rotalge? Wow. So, wo ist jetzt der blöde Uhrenturm? Da ist er. Boah, ich hab sie. 2 sogar mehr. Rustikaler Uhrenturm. So, jetzt müsste ich doch zu Mini. Kehre zu Mini zurück. Und wo ist Mini? Ich glaub's nicht. Wo ist Mini? Remy. Entweder ist sie essen oder bei Dagobert. Und es wird mir nur nicht ordentlich angezeigt.
Hier ist sie nicht. Okay. Okay, ja. Da ist Mini. Du hast eine große Arbeit geleistet, Truppel. Die rustikale Tuma sieht so gut wie neu aus. Elegant, aber auch nützlich. Wenn ich sehe, wie du die nützlichen Dinge tust, erinnerst du mich an den Club der fröhlichen Freunde. Was ist der Club der fröhlichen Freunde? Ich weiß nicht mehr genau, wer im Club war. Aber ich weiß, dass wir dafür gesorgt haben, dass jeder im Dorf das bekam, was er brauchte. Wenn es den Club heute noch gäbe, würde ich dich als Präsident vorschlagen. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe diese Kleidung als kleines Dankeschön für meine Arbeit gemacht. Ich hoffe, sie gefällt dir. Please explain, wie ist denn da jetzt weggeflogen? Oh, Troppel, ich habe über all die wunderbaren Arbeit nachgedacht, die du leistest. Das ist sehr nett von dir, aber ich glaube, du könntest etwas Hilfe gebrauchen. Ich denke, es ist an der Zeit, den Club fröhlicher Freunde wieder zu gründen. Und was ist der jetzt? Oh, ich dachte, ich hätte das schon erwähnt. Der Club bestand aus einer Gruppe von Dorfbewohnern. Wir sorgten dafür, dass jeder im Dorf das bekam, was er brauchte. Vor dem Vergessen haben wir geheime Treffen im Dorf abgehalten. Normalerweise haben wir diese geheimen Treffen abgehalten, um Überraschungspartys zu planen. Hihi. Wir hatten sogar unseren eigenen Banner. Hm. Ich frage mich... Ich soll ein Banner suchen. Im Sumpf. Also in der Lichtung des Vertrauens, ne? Gucken wir jetzt mal, was möchte Ursula überhaupt haben. Hallo. Erstmal reden. Warum bist du weggegangen? Das ist aber schade. Ha, und Stufe 2. Wunderbar. Dunkelblaue Weste mit Knöpfen. Okay. Ich habe etwas für dich. Stachelbeere. Oh, wartet. Eine Stachelbeere, die finde ich doch definitiv. Geh mal kurz verkaufen. Hey du! Verkaufen? Wobei halt, den Tintenwisch, den könnte ich behalten. Weg damit, komm. Nee, den möchte ich doch nicht verkaufen. Nein. Das da ja. Der ist auch gut, aber den möchte ich auch behalten. Hör auf so rumzustöhnen. Mann. Stachelbeere, wo waren die? Waren die hier oben, glaube ich, ne? Ach, wir machen es einfacher. Dip. Sammeln. Rote Alge. Ach, keine Information dazu. Krass. Einfach nur Glück gehabt. Okay. Also zählt es zu Kochzutaten. Zutaten. Eisige Höhe, vergessenes Land. Hatte ich recht. Huh. Ich war schon am Überlegen, so vergessenes Land. Ich glaube, da waren die Stachelbeeren. Und ja, da waren sie. Hatte ich recht. Ist das nicht schön? Jetzt müssen wir noch den Stachelbeerenstrauch finden. Und der ist, glaube ich, da hinten. Jetzt suchen wir wieder Ursula. Sie ist immer noch da. Wunderbar. Sie war hier. Und wir sind zum Teich auf der anderen Seite.
Nein. So. Oh, du bist es. Hervorragend. Ich habe etwas für dich. Ich habe eine Stachelbeere. Danke, Fischlein. Du bist so ein Schatz. Ja. Stufe 3 erreicht. Wunderbar. Jetzt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie nervig ist und immer abhaut, ne? Gut, dann gucken wir einfach mal, was Ariel möchte. Jetzt hau doch nicht ab, Ariel. Jetzt bleib doch mal hier. Ich habe etwas für dich. Stoff. Glänzender Turmalin. Auberginenrolle. Okay, das kann ich alles besorgen. Der Truppler hat eine Frage. Wie viele Meerleute gibt es? Ach du meine Güte, ich weiß es nicht. Allein in der Atlantika gibt es mehr, als ich zählen kann. Komm ich bald wieder besuchen. War es nicht so, dass laut den Patch-Notes oder laut den Update-Notes oder Update-Informationen man jetzt mit ihr abhängen kann? Entferne nach Dorn. Da. Schön. Koche Gerichte mit Basilikum. Verbringe eine Stunde mit Vajana auf dem Hauptplatz. Beginne tägliche Diskussion mit Mickey. Streiche Tierbegleiter. Tägliche Diskussion mit Mickey. Achso, wir wollten ja auf die Lichtung des Vertrauens, ne? Stimmt ja. Habt ihr es gerade gesehen? Die ist ja langgedüst wie sonst was. Lass uns dein Haus ansehen. So lila Glockenblumen und Kokosnuss-Eiscreme. Lila Glockenblume. Wo finde ich die? Lila Bartfaden. Lila Glockenblume auf dem Wald der, im Wald der Tapferkeit. Okay. Dann gehen wir mal in den Wald der Tapferkeit. Und suchen nach einer lila Glockenblume. Da hinten ist sie. So, jetzt suchen wir wieder Ursula. Die gammelt immer noch da ab. Die aber gleich wieder hundertprozentig abhaut, wenn ich da in der Nähe bin. Ach, sie unterhält sich mit Merlin. Na, das ist ja zuckersüß von dir. Du bist hier. Endlich. Danke, Fischlein, du bist so ein Schatz. Ja, ich weiß. So. Toplay, perfekt. Es scheint, als ob das Dorf seine Macht verbirgt. Hier gibt es Magie, die wir nicht sehen können. Und ich will sie. Also, ich meine natürlich, ich will sie für das Dorf. Sprich mit dieser Frau. Mutter, wie heißt sie noch? Ach, über den Fluch. Sie war da, als er entfesselt wurde und ich will wissen, was sie weiß. Ich würde es ja selbst tun, aber aus irgendeinem lächerlichen Grund vertraut sie mir nicht. Klingt interessant, ich kann helfen. So eifrig, ich liebe es. Auf Wiedersehen. So, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich zwar vergessen, was ich für Ariel besorgen musste, aber... Ich weiß, es war irgendwas Glänzendes. Und hier müssen wir jetzt auch nach diesem blöden Banner gucken. Ich weiß gar nicht, wie das Banner aussehen soll. Besonders, wo könnte das sein? Na, erstmal ist hier eine blaue Kiste. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Sie haben das hier mal irgendwo abgehalten. Wo könnte dieses Banner sein? Ich hoffe, das hängt nicht mit den Pilzen zusammen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, komm, Streamlight ganz kurz einlösen. So, einsammeln. So, aber ich sehe jetzt hier erstmal so spontan noch nichts, was irgendwie wie ein Banner aussieht. Muss ich das vielleicht irgendwo angeln? Ja, euch hole ich alles später, wenn ich da einen von den Toy Story-Leuten da weiter hochlevel. Fehlt mir da irgendeine Information? Minion, sie möchte den Club der Fröhlichen Freunde wieder begründen. Durchsuche die Lichtung des Vertrauens nach einem lang verschollenen Banner. Die Frage ist halt, wie sieht das Banner aus und wo haben sie sich getroffen? Und das Wo ist, glaube ich, sogar die essentiellste Frage, weil da wird das Banner sein. Es muss ja irgendwo sein, wo ich nicht zubauen könnte. Goofy, hast du irgendwie an so einem Banner gesehen? Ich sehe auch nichts leuchten. Ha. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das ist, aber egal. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt vergraben wäre. Das wäre ja ein bisschen unfair. Wenn ich ein Banner wäre, wo würde ich mich hinlegen? Oder hinhängen? Würde ja jetzt sagen, Mutter weiß mehr, ne? Dann gehe ich mal zur Mutter rein. Mutter, hast du einen Banner gesehen? Nein? Okay, danke. Ha. Also alles führt hier immer zur Lichtung des Vertrauens. Alles. Aber irgendwie ist auch da, wo ich am meisten immer suchen muss oder Rätsel. Also, eine Stoffrolle und ein Banner sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Ja, wenn man das Banner aufrollt, dann könnte man meinen, das wäre eine Stoffrolle.
Wobei, einfach nur erstmal eine Rolle. Weil das Banner muss ja nicht unbedingt aus Stoff sein. Aber, sind wir mal ehrlich, das sieht nicht aus wie ein altes, beschädigtes Banner. So, wir machen jetzt hier nochmal auf. Metallspieß-Soundbasis. Und? Weiße Küchentheke, Doppeltür und schwarze Marmoroberfläche. Das lässt sich doch sehen, das lässt sich doch sehen. Okay. Also ich würde sagen, wir machen das dann im nächsten Part. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal ganz herzlich bei euch. Danke wieder fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.